Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuesten Unboxing. Ich habe hier eine Mystery Loot. Da hätte es auch drauf gestanden. Mystery Loot. Und da steht es nicht drauf. Nur da und da. Mystery Loot. Ja. Mystery Loot. Gucken wir uns mal an. Die Box ist relativ leicht. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ist jetzt das dritte Mal, dass ich die Box hier auf dem Kanal habe. Hier wollen wir mal gucken. Die erste Box hatte so ein bisschen Gaming-Einschlag. Die zweite so ein bisschen Anime-Einschlag. Mal sehen, wo wir heute hingehen. Ich weiß es nämlich nicht. Bin sehr gespannt. So, ist er weg. Wir haben erstmal das Lootbook. Das liegt oben auf. Das legen wir mal beiseite. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Sage ich jedes Mal und dann gucke ich es meistens nicht nochmal an. Aber ich versuche. Ich bemühe mich. Ich tue mein Bestes. Und ich glaube, in diesem Falle werden wir reingucken müssen. Wir haben als allererstes, das finde ich schon mal ziemlich cool, sowas hatte ich schon mal, habe ich mir mal bestellt, irgendwo in, obwohl das in der Form noch nicht, weil das ist tatsächlich, warte, geht das up, das dauert alles seine Zeit, keine Panik, keine Hektik, kann das irgendwie öffnen, so, das ist auf jeden Fall, wo ist denn da die, ah, okay, das ist eine, das ist mega geil, schaut mal, also erstmal zeige ich euch das so, das ist Hearthstone, na zumindest soll es so aussehen. Was ihr wissen müsst bei der Mystery Loot, die Items sind so gut wie alle nicht lizenziert. Das heißt, da steht jetzt nirgends Blizzard drauf oder sonst wie. Es wird auch nirgendwo Hearthstone erwähnt werden. Ich sage jetzt, es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Symbol von Hearthstone. Wie gesagt, das müsst ihr wissen. Ne? Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Das sind alles nicht lizenzierte Items, die hier drin sind. So, Hearthstone, ne? Vom Symbol her. Wirklich schöne Maserung auch, finde ich ziemlich cool. Also das ganze Ding sieht halt relativ cool aus und es ist, wenn man oben drauf drückt, klack. Ne, hier könnte man jetzt noch ein Foto reinmachen von seiner Allerliebsten. Es ist eine Uhr. Eine Uhr. Mal sehen, ist die... Ja, sie läuft. Die Uhrzeit stimmt aber nicht. Warte, wat, wie spät haben wir es? Keine Ahnung. Schon 16 Uhr durch? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 15:30 oder so, 14:45 hatten wir vorhin, da müssen wir so gerade kurz 15 Uhr haben. Und die Uhr? No. Also das ist merkwürdig, da würde ich mich wahrscheinlich nicht auf die Uhrzeit verlassen. Der Sekundenzeiger bewegte sich jetzt gerade mal gar nicht weiter, nachdem ich die Uhr eingestellt habe. Aber mal gucken, das könnte ja passen. Also ich finde sie optisch wirklich ganz gut gelungen. Das ist hier eine schöne Kette mit dabei. Das ist wie so eine Taschenuhr, kann man sich dann halt... Na, normalerweise fehlt hier jetzt im Prinzip noch was, um sie unten an der Tasche zu befestigen. Eine kleine Taschenuhr mit einem Hearthstone drauf. Wie gesagt, nicht offiziell von Blizzard lizenziert. Aber ist ein cooles Ding. Finde ich schon mal nicht verkehrt. So, was haben wir hier als nächstes? Wir haben hier ein kleines Täschchen. Adult Collectible, not a toy, Jinx, The Witcher 3, das ist was offiziell lizenziert ist. Da sage ich gerade hier, die Sachen sind alle nicht lizenziert und ziehe hier gleich was Lizenziertes raus. Das ist eine weitere Kette, das Ding ist ja nun nicht als Halskette gedacht, sondern als Taschenuhr. Und das hier ist eine Halskette. Ich packe das mal aus, mit einem schönen Beutelchen. Eine Halskette von dem Wolf. Huch. Wobei, als Halskette bei mir wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, ne? Ich kriege die wahrscheinlich nicht um den Hals. Das ist, ne, von The Witcher 3, dieser Wolf. Schön schwer, das Ding. Sieht gut aus. Ne, fürs Witcher-Cosplay wahrscheinlich absolut unumgänglich. Hier sind noch so Steine eingefasst. Das ist ein ziemlich cooles Item. Das gefällt mir auch gut. Ne? Haben wir schon mal irgendwo gehabt? Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Aber das macht ja nichts. Ne? Auf jeden Fall, und das ist eine schöne Sache, ich brauche das gar nicht einpacken, warum? Na, ihr seht das hier ganz offiziell, Jinx und so, vielleicht seht ihr es nicht, weil es unscharf ist, Jinx. Und vorne drauf steht The Witcher 3. Cooles Ding. Finde ich auch schon mal gut. Ja? Ich wundere mich noch, warum die Box so leicht ist, sind alles so kleine Sachen. So, dann haben wir was für den Keks. Ja, ein Keks für den Keks. Sehr schön. Solche Kekse sind auch immer gern gesehen. Das sind so kleine, leckere Happen. Und ich finde es nett, wenn die da so ein bisschen... Hier ist es auch wieder so. Also,
diese Box, das war jetzt auch schon zweimal so und es ist auch, ich habe es gesehen, ist auch in den anderen Boxen so. Ich hole einfach mal alles raus, was da jetzt so drin ist, auf einen Schlag. Warte, dann sortiere ich das gleich mal hier auf den Boden. Das sind noch die anderen Items und das kommt gleich. Diese Box hat immer viel Naschi drin. Und das sind größtenteils Sachen, die man ganz normal kriegt, so wie das hier zum Beispiel. Ne? Das ist einfach mal eine Mini-Tafel Rittersport. Rittersport Knusperkeks. Ja, sehr lecker, ganz, ganz cool. Dann hier einmal so eine kleine Packung Smarties. Viele, viele bunte Smarties. Kennt ihr auch? Dann die Dinger. Das ist eine Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ne? Ich habe die letztens auch schon total bewundert. Ich liebe diese Dinger. Die sind mega lecker. Das sind so Fizzers, das sind so kleine Brausebonbons aus der Schweiz. Ne? Und ich stehe da total drauf. Ne? Letztes Mal habe ich aus der Schweiz so eine ganz große Tüte davon bekommen. Ich habe die innerhalb von kürzester Zeit weggenascht, weil ich die einfach mega geil fand. Ne? Ist halt auch ziemlich cool. So, und dann haben wir hier zwei Zitronenkekse. Ich glaube, die Box da, die kaufen das immer in diesen großen 10-Tonnen-Kanistern und packen dann immer mal so ein bisschen random was rein. Finde ich aber nicht verkehrt. Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man in so einer Lootbox auch ein bisschen was an Naschi drin hat. Ich finde das gut. Das sind wieder diese Nostalgie-Bonbons. Ne? Wie gesagt, müsst ihr euch mal angucken, wie die hergestellt werden. Das ist sehr faszinierend, weil ihr seht hier diese Blume. Ne? Und das wird aber, egal, ich habe es schon mal erwähnt. Guckt euch einfach mal den Herstellungsprozess dieser Lutscher an und dieser Bonbons ganz allgemein. Das ist eine coole Sache. Schmecken auch sehr lecker. Und wir haben hier diesmal noch mit drinne einmal Professional Kakao Fantasy Dark. Das ist Kakao. Wie benutzt man das? Kakaohaltiges Getränkepulver. Für eine Tasse. Man macht halt Wasser heiß und kippt das da rein. Und dann hat man Kakao. Kakao. Man kann das sich aber auch in den Kaffee schütten zum Beispiel. Das geht auch. Geht auch, schmeckt auch. Obwohl das scheint halt durchaus auch ein bisschen kaffeemäßig zu sein, ne? Es ist nur Kakaodrink. Hier sieht das so ein bisschen so aus, als hätte das auch was mit Kaffee zu tun, aber das war ein Irrglaube. Ja, da haben wir schon mal wieder die Naschi-Sachen abgefrühstückt. Eine Analogie, die ich jetzt eigentlich nicht beabsichtigt hatte, aber ich finde es halt ganz cool. Wie gesagt, mir gefällt das ganz gut, wenn da immer so mal Kleinigkeiten drin sind, ne? Gerade so diese kleinen Dinger da, die sind mal ein schneller Hubs, das ist gut. So, jetzt kommt was, das ist inzwischen bei der Box, bei der Mystery Loot Box, schon fast eine Art von Running Gag. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist nämlich eine Dose Paloma da drin. Mal sehen, wie lange wir diese Spielchen mit der Dose Paloma noch treiben. Ich bin gespannt, wie viel die davon haben. Also das Pink Watermelon, das Zeug schmeckt relativ gut. Eigentlich sogar ziemlich gut. Ich finde das sogar ziemlich geil, ehrlich gesagt. Es ist nur eine kleine 250 Milliliter Dose. Mit Pfand aber. Und ich weiß, wenn man diese Dosen kauft, dann kosten die so 1,30. Das heißt also, das ist schon was, wo man sagt, teurer Spaß. Und in so einer Lootbox ist das dann natürlich gerne gesehen. Ne? Also ich finde es ziemlich cool. Schmeckt auch echt lecker. Ich mache es jetzt nicht auf, weil es leider nicht kalt ist. Aber ihr habt beim letzten Mal habe ich es direkt aufgerissen. Könnt ihr euch also die letzte Box angucken. Das ist gar kein Problem. So. Wir haben aber noch zwei weitere Items hier, wenn ich das richtig sehe. Holen wir erstmal das hier raus. Okay, das ist auch ziemlich cool. Finde ich auch sehr geil. Reißen wir sofort auf. Auch das sieht mir durchaus... Nein, wahrscheinlich nicht. Nee. Auch das hier ist meines Erachtens nach nicht lizenziert. Wobei, da will ich die Hand nicht für ins Feuer. Doch, es ist ein Copyright von Nintendo. Es steht hier nur nirgends Nintendo drauf. Siehst du, doch lizenziert. Ne? Siehst du mal, kaum sagt man, hier ist alles nicht lizenziert, sind hier nur lizenzierte Sachen drin. Wie gesagt, außer die Taschenuhr zu Hearthstone, wobei die trotzdem ziemlich cool ist. Hier steht auch ganz klar Nintendo mit drauf. Ne? Und wo Nintendo drauf steht, muss auch Nintendo drin sein. Hier steht es logotechnisch nicht drauf, aber es ist halt das offizielle Splatoon-Logo. Und hier am Bändchen steht es halt drauf, dass es ein Copyright von Nintendo ist. Das ist eine von diesen Splatoon-Figuren und das ist so ein Plüschi, der ist weich. Und der ist super. Ich finde den geil. Also mir gefällt der gut. Da bin ich jetzt echt am Überlegen. Kommt er in die Plüschi-Ecke zu den anderen? Plüschi-Ecke. Kann den auch so als Gehirnschnecke benutzen. Kaum Unterschied zu vorher, aber ne? Kann ich hier so draufsetzen. Gehirnschnecke aktiviert. Sehr schön. Finde ich auch geil. Also gefällt mir. Das Ding gefällt mir. Und er ist so weich. Plüschi.
ja, riecht auch nicht chemisch oder so. Passiert ja manchmal bei solchen Sachen aus China. Ja? Und der kann so, hello my baby, hello my darling. Hui. So, genug gespielt. Kommen wir zum letzten Item der Box. Es ist diesmal kein T-Shirt drin. Finde ich aber nicht verkehrt. Tatsächlich, bei der Menge an T-Shirts, die ich inzwischen besitze, ist das eine willkommene Abwechslung, wenn mal kein T-Shirt drin ist. Wir haben hier eine Figur. Wieder mal. Und das ist schön, das ist wieder so eine Asia-Figur, wo ich nichts lesen kann. Gar nichts. Ich kann überhaupt nichts davon lesen. Nichts. Das ist alles in Chinesisch. Das kann ich alles nicht lesen. Alles irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für eine Figur ist und ob die jetzt in irgendeiner Form und Weise eine Lizenz braucht oder eine Lizenz hat. Und vielleicht gleich mal ins Lootbook. Die ist auf jeden Fall zugeklebt an so verschiedensten Stellen mit so einem kleinen Streifen Tesaband. Gucke ich mir jetzt mal ganz genau an, diese Figur. Wenn ich sie dann aufbekomme. So. Okay, das... Das Inlay hat ein wenig gelitten. Ist auch schon zugeklebt. Was sind das? Wieso? Was ist denn da los? Warum macht man das so? Ich bin etwas irritiert, ob der Art und Weise, wie meine Figur hier aussieht. Das ist ein bisschen komisch. So, wir haben hier... Ist da noch irgendein Bonusball? Nee, ist nicht dabei. So. Ich habe neulich mal so eine Figur tatsächlich schon in der Hand gehabt. Und zwar habe ich von einem Fan eine Figur dieser Art bekommen, die ebenfalls sehr, sehr sexy war. Und der Fuß ist ziemlich genau der gleiche. Hallo Mädchen, gehst du mal auf deinen Standy? Hat mich der Standy verarscht. Wir haben hier eine Figur, die ziemlich nach Hatsune Miku aussieht, würde ich mal behaupten. Ne? Denn sie hat hier so ein Mikrofon und hier sind die Zöpfe. Es steht aber nirgendwo Hatsune Miku drauf. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das eine Bootleg-Figur ist. Ja, gemacht ist sie auf jeden Fall gut. Sie sieht auf jeden Fall super aus. Da passt alles. Hier, guck mal, Booty-Check. Mal kurz den Booty-Check. Ja, könnt ihr sehen, da. Von der Bemalung her ist da alles super. Das Gesicht sieht vernünftig aus. Könnt ihr das sehen irgendwie? Schaut mal, so sieht das Gesicht aus. Da kann man definitiv nicht meckern. Das ist eine gut gemachte Figur. Ja, da sind jetzt keine großen Patzer dran, das ist ganz cool. Ja, gut, hier am Bauch hat sie irgendwie so eine komische Naht, das sieht merkwürdig aus. Ist da irgendwas beweglich? Nein, es ist nichts beweglich, es sei denn, man macht es kaputt. Die sind relativ niedlich, die Figuren hier. Und man kann sie halt auch nebeneinander stellen, die haben ja so ein Standy mit einem Zahnrad, finde ich ganz cool. Eigentlich wieder eine durchaus gute Box. Ja, klar, wir haben itemtechnisch haben wir jetzt nicht wirklich viel, will ich mal behaupten. Ja, also wir haben technisch gesehen... Eigentlich nur ne, 4 Items drin, plus ein bisschen Süßkram und eine Dose. Ne? Das heißt also, wir haben hier so ein Plüschi. Mal sehen, ich guck mal rein. Genau, warum mache ich das nicht einfach richtig? Ne? Guck mal, wir haben hier den Plüschi. Das Witcher-Medaillon ist hier mit 25 Euro veranschlagt. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Das finde ich schon krass. Also es ist ein krasser Preis für so eine Halskette. Ist aber durchaus gut möglich. Diese Jinx-Items sind alle nicht ganz so billig. Der Plüschi hier, Squid mit 16,95. Würde ich nicht ausgeben für so ein Plüschi, muss ich dazugeben. Also das ist mir für so ein Plüschi in dieser Größenordnung ein bisschen zu teuer. Die Uhr, 18 Euro. Gut, es ist eine Taschenuhr. Da kann man ein bisschen Geld für hinblättern. Ja. Das finde ich dann absolut in Ordnung. Hatsune Miku steht hier sogar drauf, dass es Hatsune Miku ist. 16,99 ist für diese Figuren auch absolut normal. Na, und das ganze Süßzeug ist wie immer gratis. Damit kommen wir auf einen von hier errechneten Gesamtpreis von 40, 50, 60. Knapp 67 Euro. Na, das ist... Okay, aber ich glaube nicht, dass das ganz hinhaut, ganz ehrlich gesagt. Also ich denke mal, im Preis wird man, wenn man recherchiert, wird man die Sachen wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger finden. Ne? Aber trotzdem ist das okay für so eine Lootbox. Ich bin überrascht. Ich finde die Items relativ cool. Also wie gesagt, also ne? Das nicht lizenziert, aber ziemlich cool. Das Ding ist auch ziemlich cool. Für Witcher-Fans auf jeden Fall ein Muss. Das Splatoon-Ding finde ich großartig, ziemlich geil. Ne? Und Hatsune Miku geht an sich auch immer. Ne?
wenn man sich da ein bisschen auskennt, das ist eine von diesen Sängerinnen, die es eigentlich gar nicht gibt. Es ist in Japan so, da hat man computergeneriert so Charaktere, Hatsune Miku und noch so zwei, drei andere. Die werden dann, wenn sie ein Konzert geben, da stehen dann 10.000 Leute und dann werden die per Hologramm sozusagen eingefügt auf die Bühne und fangen dann an zu singen. Das ist irre. Das muss man sich mal gegeben haben. Finde ich eine coole Sache. Was soll ich sagen? Ne? Mystery Loot, coole Box. Ne? Ihr müsst halt immer nur wissen, dass viel öfter mal Sachen dabei sind, die eben keine Lizenz haben. Das ist durchaus wichtig. Jo. Wenn ihr so eine Mystery Loot haben wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Das war's von mir heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, die Box auszupacken. Ne? Lasst mir gerne ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet. Ne? Und ihr könnt das Daumen da lassen, Abo da lassen, beim nächsten Mal wieder anschalten. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, ich gehe jetzt erstmal mit meinem Plüschi kusseln. So ist es. Tschüss.